So, Südostdeutschland, Sachsen, Dresden. Den ganzen Tag Geoengineering am Laufen. Man sieht immer noch die Rippen in den Wolken, also ist Harb auch am Laufen. Ist alles einsehbar, findet man alles bei YouTube und Google. Hier sieht man im Horizont die Wolkengrenze, wie sie sich markiert. So. Und hier über mir ist ein harmonisiertes Feld. Wir bauen Werkzeuge dafür, die auch funktionieren. Und haben seit 4 Jahren damit sehr guten Erfolg. Sowas zum Beispiel betreiben wir mit 528 Hertz. Solfeggio-Frequenz oder da unten ein großer Regionalharmonizer, alle mit Frequenzgeneratoren ausgestattet. Das unterstützen wir noch zusätzlich mit Cloudbuster. Und somit arbeiten wir gegen den Wind, um das Feld auch zu halten. Oder eben gegen die Wolkenverschiebung via Harb. So, das ist möglich, das kann man machen, das kann man schaffen. Über alles andere brauchen wir nicht reden. Das ist nur Energieverschwendung. Direkt über mir sind nicht wirklich Streifen sichtbar, da sie sich auflösen. Da hinten ist einer. Zwischendrin löst er sich auf. Da oben fliegt schon wieder einer. Das sind alles mehr Verkehrsmaschinen, ausgestattet mit Aerosolanlagen, dies ist alles nachverfolgbar via App, Flightradar. Somit kann man das abgleichen, dass das, was man am Himmel sieht, auch in der Luft ist. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht was draus. Ciao.